Das neue Jahr ist kaum 3 Wochen um und die Neujahrsvorsätze, die sind schon wieder fast vergessen. Was kannst du tun, damit du bei deinen Neujahrsvorsätzen bleibst, gerade auch was den Kinderwunsch angeht? Dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gößlinghoff, Dr. Heidi Gößlinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir helfen, schneller schwanger zu werden. Mein Gast, das ist Andrea. Und Andrea ist spezialisiert auf Rauchentwöhnung. Aber auch so hat sie dir einiges zu erzählen. Andrea, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Und ja, ich bin Expertin für ein rauchfreies Leben. Und du bist schon richtig, das hört ja sehr schnell nach den ersten 3 Tagen auf, ne? Also diese Vorjahrs- und Neujahrsvorsätze am 1. Jänner. Wir wollen mit dem Rauchen aufhören. Da kenne ich mich gut aus. Ja, bei mir sind es dann andere Vorsätze. Aber was können wir denn tun? Oder es gibt ja auch beim Kinderwunsch andere Sachen. Zum Beispiel, ich möchte abnehmen oder ich möchte mich gesund ernähren. Ich möchte nicht so viel Stress haben. Ich möchte mehr Entspannung ins Leben bringen. Was können wir machen, damit wir diese Neujahrsvorsätze als Teil unseres Lebens integrieren können? Die haben alle eines gemeinsam, unabhängig davon, ob sie jetzt mit Rauchen, mit Mutterglück oder mit endlich mal wieder Sport machen oder damit anfangen zu tun haben. Und zwar ist das die Entscheidung. Solange ich die Entscheidung nicht getroffen habe, sondern so solala, so nebenbei, ich mache das mal. Ja, es wäre ja halt schön, wenn ich mal anfange, ein bisschen Sport zu machen. Wird es nichts, weil, und dein Unterbewusstsein macht nicht mit. 95% unseres Lebens läuft im Unterbewusstsein, das heißt in Routinen ab. Wir können, ja, du kennst es vielleicht auch oder ich kenne das auch, dass man so darüber nachdenkt abzunehmen und nebenbei wird die Toffifee-Schachtel leer und man versteht es gar nicht, wie das passieren konnte. Ja. Aber genau, und das sind alles unsere inneren Dialoge und starten tut es mit einer Entscheidung, ohne dass du weißt oder wer auch immer, liebe Zuhörer, wie ich das erreiche. Also ich muss heute die Entscheidung getroffen haben, dies und jenes zu wollen, ohne zu wissen, wie ich das erreiche. Weil ab dem Zeitpunkt ist mein Fokus darauf gerichtet, dass ich überall Lösungen und Möglichkeiten suche, wie ich mein Ziel erreichen kann. Das ist einer der großen Wege und der kleinen Wege, der Weg der kleinen Schritte ist, wenn du bereits schon Gewohnheiten hast, sagen wir mal Zähne putzen. Und das Nächste, was du machen möchtest, ich habe jetzt Sport erwähnt, das direkt dranhängst. Also wenn du Gewohnheiten mit einer anderen Gewohnheit koppelst, dann wird es viel schneller zum Automatismus, weil dann gewöhnst du dich dran. Dann geht es einfach schneller, weil du machst schon was, wie zum Beispiel Zähne putzen. Das ist eine gute Idee, habe ich nie drüber nachgedacht. Also zum Beispiel, wenn ich mir die Zähne putze, könnte ich dabei 10 Kniebeugen machen. Zum Beispiel könntest du das machen, genau. Ja, wie ist das jetzt? Du bist ja spezialisiert auf Rauchentwöhnung und Abnehmen. Wie mache ich das beim Rauchen? Ich meine, ne, Zähne putzen und rauchen geht nicht. Das ist beim Abnehmen genauso. Wir können nicht aufhören, nicht zu essen. Das ist eigentlich die Krux daran, weil rauchen aufhören können wir, aber nicht essen können wir nicht, das stimmt. Beim Rauchen kannst du dir genauso ziehen, also können sich, du rauchst ja nicht, daher spreche ich jetzt nicht dich an, sondern alle, die uns zuschauen und vielleicht noch rauchen und aufhören möchten. Ihr könnt euch genauso Ziele setzen. Also wie gesagt, einmal die Entscheidung treffen, ich will nicht mehr rauchen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann der nächste Schritt ist, diese Identität zu ändern. Du bist nicht Raucherin. Fake it until you make it, sagen die Amerikaner. Und manche sagen, da kann ich mich doch nicht selbst anlügen. Doch, du kannst. Fang an, so zu denken wie eine Nichtraucherin. Denn wenn du anfängst, so zu denken, dann kommen dir ganz andere Gedanken. Jetzt seien wir ehrlich, zum Beispiel Rückfall. Heidi, du gehst auf eine Party und irgendjemand bietet dir eine Zigarette an. Und du denkst dir, ja, warum nicht? Machst es mal. Und stehst am nächsten Tag auf und dir tut hier alles weh. Da denkst du dir wahrscheinlich nicht, dass du nichts kannst, dass du ein Loser bist, dass du nicht mal dein Leben auf die Kette bringst, sondern denkst dir, what? Scheiß Entscheidung. Entschuldigung. Ne? Das habe ich ja schlecht gemacht gestern Abend. Nie wieder. Eine Raucherin fängt an, sich selbst zu geiseln und sagt, ich kriege hier gar nichts auf die Kette. Ich kann ja nicht mal mein Leben irgendwie ordentlich managen, wenn ich dieses eine Ding schon nicht hinbekomme.
eine Nichtraucherin würde ganz anders denken. Also fang an, wie eine Nichtraucherin zu denken, kann ich dir nur sagen. Du wirst ganz andere Entscheidungen treffen. Also ich meine, ich war immer zu dämlich, in Lungenzucht zu machen. Ich bin in den Wald gegangen mit Zigaretten und habe versucht, das zu üben und ich habe es nicht hingekriegt. Heute weiß ich, das war ein Segen. Also von daher, ich glaube, mit dem Rauchen aufzuhören, ist relativ schwierig. Also ich glaube, das ist schon auch, weil man meist als Raucher ja auch andere Leute kennt, die rauchen. Und ach ja, jetzt spiel mal nicht den Gesundheitsapostel. Die eine Zigarette wird dir nicht schaden. Also ich glaube auch, wenn man dann in diesem Umfeld weiter ist, ich glaube, das ist auch ganz schwierig, oder? Das Umfeld ist sehr ausschlaggebend. Besonders wenn das Umfeld negativ gesinnt ist. Also wenn Kollegen zum Beispiel sagen, ach, jetzt komm doch mal, das ist doch nur eine. Oder du musst doch nicht rauchen, aber komm mit uns mal raus auf den Raucherbalkon. Das könnte fatal sein. Mhm. Also neues Umfeld suchen, auf jeden Fall. Und am Anfang geht es auch, dass du es einfach nur sagst, du musst ja nicht deinem Umfeld, du musst ja nicht mit denen brechen. Viele haben Angst, Freunde zu verlieren. Aber das muss gar nicht sein. Das ist nur für den Anfang, bis du den Absprung geschafft hast. Mhm. Also das hört sich ja schon so an, als ist das Rauchfreiwerden zwar jetzt nicht unbedingt ein Zuckerschlecken, aber es ist möglich, weil gerade auch im Kinderwunsch, jede Zigarette, die du nicht rauchst, ist natürlich gut. Weil wenn du Zigarettenraucherin bist, dann ist es tatsächlich so, dass du doppelt so lange brauchst, bis du schwanger wirst. Wenn du Raucherin bist, dann ist es so, dass du früher in die Wechseljahre kommst. Dass du bei künstlichen Befruchtungen weniger Eizellen hast. Du hast weniger befruchtete Eizellen am Ende des Tages. Wenn du zum Beispiel 5 Eizellen hast und eine Nichtraucherin hat 5 Eizellen, dann hat die Nichtraucherin von diesen 5 Eizellen vielleicht 4 befruchtet, du nur 2. Und die Einnistungsrate ist deutlich geringer. Das heißt, das zieht sich ja so durch den ganzen Weg durch. Und es geht in der Schwangerschaft weiter, es geht bei den Kindern weiter. Von daher, jede Zigarette, die du nicht rauchst, ist ein Gewinn für dich. Fürs Kinderkriegen, fürs Kinderbehalten, Fehl- und Totgeburten sind bei Raucherinnen häufiger. Und dann später auch für deine Kinder, die in einer rauchfreien Umgebung aufwachsen. Also von daher finde ich, ist das, was du machst, ganz wertvoll, weil das hilft wahrscheinlich nicht nur der entsprechenden Klientin, sondern quasi auch nochmal eine Generation weiter. Und damit wir bei Gleichberechtigung bleiben, auch die Herren der Schöpfung. Dazu kannst du auch sicherlich einiges sagen. Also die Qualität der Spermien, wenn ein Mann raucht. Ja, das ist richtig. Ich habe das manchmal in der Schwangerschaft, dann geht so eine Handtasche auf und dann fällt man eine Zigarettenpackung rauf und sagt, ich will jetzt nicht moralisieren, aber das wäre schon gut, wenn Sie das aufgeben würden. Im Moment ist es so, dass die Patientinnen alleine kommen, aber früher waren die Männer oft dabei. Und dann kam der Mann, das habe ich ja auch schon gesagt. Und ich sage, rauchen Sie? Ja, aber ich bin ja nicht schwanger. Ich sage, stellen Sie sich mal vor, Sie würden jetzt in der Situation sein und würden aufhören müssen zu rauchen. Und ihre Frau würde ihnen einen vorrauchen. Das wäre ja auch nicht fair, oder? Dann kommt da nur noch so ein Gegrummel. Dann kommt dann nicht mehr viel. Also da muss man, glaube ich, tatsächlich auch sagen, da betrifft es beide, weil das ist der Faktor Umfeld dann im Ende, ne? Und das Baby würde dann in einem Raucherhaushalt aufwachsen, wenn der Papa weiter raucht. Ja. Und Passivrauchen, wir wissen immer mehr vom Passivrauchen, dass das ganz, ganz ungesund ist. Also das ist nicht so eine Nebensache, wie man früher gedacht hat, weil wahrscheinlich keine Studienlage noch da war. Früher hat man ja überall rauchen dürfen, ne? Im Auto, überall, in den öffentlichen. Ja. Das Schlimme am Passivrauchen ist, dass du auch ganz viel von dem Nebenstromrauch mitbekommst. So nennt man den, der direkt von der Zigarette abgeht. Das, was der Raucher ausbläst, ist schon mal durch dessen Lunge gefiltert. Das heißt, viele Schadstoffe sind beim Raucher geblieben, aber dieser Nebenstromrauch hat die alle noch. Das heißt, als Passivraucher bekommst du die auch mit. Und das haben wir jetzt gerade, wir waren irgendwie unterwegs und ich sage zu meinem Mann, das ist richtig schön, dass du nach Hause kommst, wenn du essen gegangen bist und du riechst nicht wie eine Riesenzigarette. Das war vor 20 Jahren. Ja. Ich weiß nicht, wann das eingeführt worden ist. Ich verliere da immer so ein bisschen das Zeitverständnis. War das völlig normal, dass du abends nach Hause gekommen bist, am nächsten Morgen erstmal die Sachen auf dem Balkon zum Lüften oder in die Waschmaschine gesteckt hast? Weil es ziemlich gerochen hat. Ne? Und viele unterschätzen auch, dass an den Händen und an der Kleidung, also auch wenn die Mama jetzt sagt, ich rauche nur draußen, ich kenne etliche Frauen, ja, die sagen, ich rauche nur draußen, weil ich gutes Vorbild für meine Kinder sein will. Die Kinder bekommen das mit, das riecht an der Kleidung. Und ich meine gar nicht bewusst, dass sie es mitbekommen, gesundheitlich. Sie atmen ja das mit ein, das hängt ja überall. Mhm. Und ich sage dann immer wieder, ja, wenn du nach jedem Rauchen duschst und deine Kleidung wechselst, dann bekommen sie es nicht mit.
Und Haare waschen, bitte nicht vergessen. Mama war rauchen, sie steht schon wieder unter der Dusche. Ja, ja, es ist leider also, so. Wir wollen jetzt auch, wenn du jetzt Raucherin bist, dich jetzt nicht in die Ecke drängen oder so, aber vielleicht ein bisschen Mut machen, dass es wirklich Sinn macht, das aufzugeben und vielleicht auch einen Weg aufzuzeigen. Andrea zeigt dir, wie es geht. Der erste Punkt ist natürlich tatsächlich, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist etwas, was wirklich hilft, auch beim Kinderbekommen oder beim Schwangerwerden. Ja? Von daher kann ich dir das nur empfehlen. Jetzt bin ich natürlich auch militante Nichtraucherin, von daher war es das ganz gut. Ich habe meine Silvesterfeier abgesagt bekommen. Wir feiern dann doch besser bei uns, weil bei dir dürfen wir nicht rauchen. Sehr gut. Von daher, aber wir verlinken dir die Daten von Andrea. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich würde gern, aber ich kann nicht, dann kannst du dich gerne mal mit Andrea unterhalten. Und ich finde, da kann sie dir auch ganz toll weiterhelfen. Von daher, probier das einfach aus. Es bringt dich weiter, was deinen Kinderwunsch angeht. Ne? Wollen wir noch über einen Mythos sprechen, Heidi? Ich glaube, da bist du nämlich die beste Person, das auch mal zu entkräften. Viele Raucherinnen, die schwanger sind, glauben, dass wenn sie aufhören, das Stress dem Kind verursacht, und dass sie deshalb nicht aufhören. Und ich empfinde das als völlige Ausrede, weil sobald die Geburt da ist, ist ein Kaltentzug für das Kind da. Ja. Mal abgesehen, was alles mit dem Kind während der Schwangerschaft passiert. Ja. Aber nur dieser Fakt, also überlegt euch, liebe Mamas, die schwanger sind und raucht, dieses Argument, dass es Stress ist für das Kind, weil ihr gerade das Kind einen Entzug unterzieht, ist mit der Geburt eigentlich gegeben. Also, ich habe das sogar schon von Kollegen gehört, ja, das sind wahrscheinlich die rauchenden Kollegen. Also wenn du früh schwanger bist, dann ist das ein Zellhäuflein. Das Zellhäuflein hat kaum Nerven, das kriegt das Zellhäuflein nicht mit. Je früher du aufhörst, desto besser. Alles, was du an Schadstoffen nicht im Blut hast, kommt auch nicht zu deinem Kind. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, als ich meine älteste Tochter bekommen habe, sind die Kinderkrankenschwestern echt fast wahnsinnig geworden. Da war ein Kind, das hat nur gespuckt, geschrien und ne, irgendjemand hat es immer angespuckt und die Mutter hast du unten in der Raucherecke gesehen. Dieses Kind hat einen kalten Entzug gehabt. Mit dem Durchtrennen der Nabelschnur gibt es kein Nikotin mehr und dem Kind geht es wie dir. Du wirst nervös, du hast einen Jap nach Nikotin, aber dieses Kind kann es nicht einordnen. Es hat ja noch nie eine Zigarette in der Hand gehabt. Du kannst das schon einordnen. Also das ist so ein Stück weit auch Verantwortungsbewusstsein, glaube ich. Also die Kinder, wenn du wirklich starke Raucherin bist, machen einen ganz brutalen Entzug mit. Also ich habe dieses Kind, meine Tochter wird jetzt 21 Ende des Monats, ja. Ich habe dieses Kind heute noch in Erinnerung, weil das so gelitten hat. Also es ist fürchterlich. Ja. Danke, dass wir es nochmal ansprechen durften. Ja, wir hoffen, dass du schaffst, deine Neujahrsvorsätze zu behalten, sei es abnehmen, auch da kannst du dich an Andrea wenden, sei es rauchfrei werden oder sei es mehr Sport treiben. Triff eine Entscheidung und wir drücken dir beide die Daumen, dass du es erstens schaffst und dass du zweitens ganz schnell schwanger wirst. Alles Liebe. Andrea, dir vielen Dank und bis zum nächsten Video. Dankeschön. Tschüss.